Aufklärung durch Demokratie. Dieses Video hat einen konkreten Auslöser, nämlich einen TED-Talk von den mir sehr, auch von mir sehr geschätzten Rosslings, die sehr bekannt sind. Also Hans, der mittlerweile verstorbene Hans und Ola Rossling, haben einen wunderschönen TED-Talk. Ich muss mal gucken, wie der eigentlich heißt. How not to be ignorant about the world. Also es geht eigentlich um unsere eigenen Misskonzeptionen von der Welt, von der kleinen Welt, in der wir leben und wie wir diese Misskonzeptionen beheben können. Dieser Talk ist unglaublich unterhaltsam, die beiden Typen sind unglaublich sympathisch und trotzdem wird es ein Riesenproblem. Die Lösung, die beiden nämlich vorschlagen, und zwar aus einem sehr praktischen Grund, einem sehr realistischen Grund. Der Grund ist, wir haben alle wenig Zeit, uns die ganze Zeit zu informieren und ständig an der Aufhebung unserer Ignoranz zu arbeiten. Das überfordert uns. Also wenn man das über moralische Appelle lösen will, informiert euch doch mehr, verkennt man, dass wir alle auch noch andere Dinge zu tun haben, also dass wir schlicht nicht die Zeit zu haben, ständig die unzähligen und unendlichen blinden Flecke, die wir haben, bezogen auf unsere kleine Welt auszumerzen. Das geht jetzt nämlich ein, zwei wenige, sondern das sind unendlich viele. Und sie sind auch noch nicht durch diese vier Grundregeln zu beheben. Das geben die beiden auch zu, die sie dann empfehlen. Wenn man also sich unschlüssig ist, in welche Richtung man eher mal spekulativ vermuten sollte, dann steigt die Chance, dass man richtig liegt. Das ist alles unbelassen. Also das ist sicher, nur es wird nicht dazu führen, dass diese blinden Flecke verschwinden, dass sie auch maßgeblichen Einfluss haben auf sozusagen eine Verbesserung des politischen Klimas. Es gibt ein großes Problem an dem Vorschlag, den sie dann machen, nämlich sie wollen sozusagen globale Wissenszertifikate ausgeben. Also ich rede hier von einem Knowledge Certificate. Hoppala, so ein Global Knowledge Certificate, which you can use if you're a large organization, a school, a university, or maybe a news agency to certify yourself as a global knowledge, as globally knowledgeable. So, also das ist ein wunderschöner Vorschlag. Er hat aber ein paar Probleme. Er entspringt nämlich eigentlich einem Wunsch nach Kontrolle, einem Wunsch nach Zentralisierung und letztlich einem Wunsch nach zentralisierter, kontrollierter Aufklärung. Und diese Idee, die jetzt nicht sonderlich überraschend ist, dass sie von so zwei, sag ich mal, Nerds kommt, und ich muss dazu sagen, auch ich bin genauso ein Nerd, deswegen sind mir die beiden ja so sympathisch, das ist meine eigene Wir-Gruppe, meine In-Group, die da spricht, aus meiner Sicht gehöre ich in genau die gleiche Kategorie wie die beiden. Das ist alles, die Idee, die die vorschlagen, ist alles andere als naheliegend. Und das ist aber nicht überraschend, dass Nerds genau sowas vorschlagen. Es ist auch alles andere als sicher, dass diese Idee eben funktionieren würde, dass sie wirklich das leistet, was sie zu leisten verspricht. Das geht also mit der sehr kontroversen Frage los, wer genau es denn eigentlich ist, der diese Autorität hat, solche Knowledge Certificates auszugeben und wie er diese Autorität vor uns allen, also dann der Weltgesellschaft, eigentlich erwirbt. Und damit eben auch mitentscheidet, was überhaupt als Fakten gilt. Weil diese Frage, was Faktum ist und was nicht, ist viel problematischer, als sie erstmal scheint. Sie erscheint uns dann deswegen unproblematisch, weil wir mit dem Wort Faktum Dinge bezeichnen, die für uns selbst unzweifelhaft sind. Ja, deswegen hat keiner Problem mit Fakten, weil man denkt, naja, Faktum ist das, was ich für ein Faktum halte. In Wirklichkeit ist es aber hochgradig strittig zwischen uns Menschen und gerade bei politischen Fragen, was überhaupt als Faktum gilt. Genau das ist die kritische Frage. Und wenn man diese Frage jetzt also abgibt an irgendwen, macht man letztlich, egal wie man da, an wen man die abgibt, zu einem autoritären Herrscher über unsere Gesellschaft. Weil wer entscheiden kann, was ein Faktum ist und was nicht, beherrscht die Gesellschaft. Und das erscheint uns nur deswegen unproblematisch, weil wir eben glauben, es stünde ja immer schon fest, was Fakten sind, nämlich das, was wir selber für Fakten halten. Das heißt also, eigentlich macht uns diese Lösung, die uns die Rosslings vorschlagen, folgendes unmoralisches Angebot. Es sagt, du kannst Herrscher der Welt werden. Dieses Angebot macht sie uns aber allen zugleich, obwohl wir sehr unterschiedliche Dinge für richtig halten und für Fakten halten. Und das bedeutet, dass sie den Streit zwischen uns eher noch, also mindestens verlagert nur und überhaupt nichts anderes tut, nichts weniger tut, als diesen Streit zu lösen. Ich würde sogar sagen, er verschärft ihn noch, weil wir alle glauben, dass jetzt, was jetzt passiert, wenn wir das machen, ist in unserem Sinne, aber das glauben alle.
Und wir prallen dann alle vor dem Hintergrund dieses Begriffs der Fakten aufeinander, also auch mit einer gewissen Geladenheit, weil wir glauben ja, wir kennen die Wahrheit, wir kennen ja jetzt die Fakten, aber das glaubt jeder, weil wir glauben trotzdem Verschiedenes, dann prallt man nochmal mit ganz anderer Wucht aufeinander. Um das zu verstehen, muss man nur mal an der Philosophiefakultät gewesen sein, wenn Philosophen aufeinandertreffen und alle glauben, dass sie irgendwie im Namen der Wahrheit sind. Das wird relativ erbarmungslos, kann ich euch sagen, aus eigener Anschauung. Also das, was uns die Rosslings vorschlagen, löst das Problem nicht, sondern es endet vorhersehbar in Entzweiung, in Streit und letztlich sogar in Krieg. Das ist also, so charmant die beiden sind, so klug das auch erstmal daherkommt, auch wie humorvoll sie das präsentieren, es löst halt das Problem trotzdem nicht. Und wenn man mal auf die Gründe unserer eigenen, also das teile ich völlig und ich nehme mich da überhaupt nicht aus, ich bin genauso borniert und ignorant wie alle anderen auch. Das ist gar nicht zu vermeiden, heutzutage ignorant und borniert zu sein. Niemand ist heutzutage nicht ignorant und nicht borniert. Wenn man aber auf die Gründe für unsere Ignoranz und Borniertheit guckt, nämlich, dass wir in einer liberalen Gesellschaft leben, in der wir ganz natürlich jeder in unserer eigenen Bubble leben, und den meisten anderen Menschen, die eben auch sehr viel zu sagen hätten und sehr viel wissen über unsere kleine Welt, gar nicht mehr begegnet, ist eine andere Lösung weitaus naheliegender als das, was die Rosslings vorschlagen. Wir machen nämlich deswegen Fehlannahmen über die Welt, weil wir eben all die anderen Menschen, die dieses Wissen haben, gar nicht kennen und ihnen auch nie begegnen. Und das sind Menschen, die uns sehr leicht über unsere Irrtümer aufklären könnten und unsere Fehleinschätzungen auf sehr menschliche Weise und eben nicht top-down aus einer Autoritätsposition korrigieren würden, sondern auf Augenhöhe, von gleich zu gleich, eben als Bürger oder, wenn wir global denken, als Weltbürger. Das ist ein völlig anderer Vorgang, den erleben wir Menschen auch völlig anders, wenn das auf Augenhöhe geschieht, als wenn da irgendeine autoritäre Macht kommt und uns mal eben Bescheid gibt, was die Wahrheit ist und uns aufklären will über die Fakten, wie das wirklich ist. Das funktioniert nicht. Das gibt also drastischen Widerwillen, weil wir immer, wenn uns jemand so was kommt, automatisch in den Widerstand gehen. Also gerade den liebgewonnenen Dingen, die man selber für ein Faktum hält, also der Wissenschaft oder was auch immer, irgendwelche Erkenntnisse, erweist man einen Bärendienst, wenn man denkt, man könnte das jetzt so spielen, man macht irgendeine International Agency mit irgendeinem Certificate und die verbrieft, dass das ein Faktum ist. Also wenn man glaubt, dass man dem Inhalt, den man eben für ein Faktum hält, einen Gefallen tut, wenn man so verfährt, dann ist man also wirklich meines Erachtens im absoluten Irrtum. Man kann also einer Idee nichts Schlimmeres antun, als dass man ihr die Herrschaft überlässt. Weil das geht immer schief. Und diese Wahrheit wird dann in der Regel gehasst, nicht weil sie falsch ist oder auch nicht, weil sie richtig ist, sondern sie wird gehasst, weil sie halt top-down daherkommt. Also wir setzen da momentan auf eine, zusammen mit den Rosslings, die also sehr viel Sympathie kriegen für ihre Idee, auf eine völlig unmenschliche Top-Down-Form von Aufklärung, anstatt auf eine menschliche Form von Aufklärung, die eben die Demokratie zu bieten hätte. Und das tun wir deswegen, weil wir letztlich einfach das Aufklärungspotenzial einer Demokratie noch nicht erkannt haben. Also es ist sozusagen, dass wir nicht wirklich verstehen, dass wenn die sehr verschiedenen Menschen in unserer kleinen Welt, also in unserer Weltgesellschaft, auch schon in unserer nationalen Gesellschaft zusammenkommen, ein wechselseitiger Aufklärungsprozess passiert. Also was wir immer glauben, weil wir solchen Nerds das abgekauft haben, dass die Masse dumm ist, also eine Geschichte, die seit Platon immer und immer wieder wiederholt wird, das ist also sozusagen ein platonischer Mythos, der immer wieder erzählt wird, können wir uns nichts anderes vorstellen, als dass sozusagen die Leute sich wechselseitig verdummen. Wir glauben, wenn die Verschiedenen zusammenkommen, machen die sich nicht gegenseitig schlau, sondern die verblöden sich wechselseitig. Das ist unsere unbewusste Vorstellung, weil wir alle Platoniker sind, weil wir diesen platonischen Mythos geschluckt haben, und ich kann also in diesem TED-Talk von den Rosslings sehen, dass sie ihn geschluckt haben. Und deswegen machen wir keine Demokratie, deswegen machen wir keine Bewegungsdemokratie, deswegen haben wir sogar Angst vor Demokratie, weil wir glauben, dass wir so eine unaufgeklärtere Gesellschaft bekämen, eine unaufgeklärtere Politik, und das ist tatsächlich ein Irrtum. Das ist eine völlige Misskonzeption, das ist ein völliges Missverständnis, das ist sozusagen das, was man glaubt, wenn man Platoniker ist, aber das ist nicht das, was man weiß, wenn man Demokrat ist. Also sozusagen, hier sind Demokraten aufgeklärter als Platoniker. Hier sind Fans der Demokratie aufgeklärter als noch die aufgeklärtesten Nerds, großkopferten Wissenschaftler, die da einfach was nicht verstanden haben. Die nicht verstehen, dass die effektivste, die wirkungsvollste, die nachhaltigste, auch die menschlichste Form von Aufklärung schlicht und einfach die Demokratie ist. Aber nicht die Demokratie in den Formen, wie wir sie heute haben und was wir eben irrtümlich für Demokratie halten, sondern die Demokratie in den Formen, die sich nach den kleisthenischen Reformen ergeben haben, als man das Losverfahren großflächig angewandt hat in einer Gesellschaft und so die Bürger auf Augenhöhe in Kontakt miteinander gebracht hat.
Und dann ist passiert eben das, was man eben dann manchmal sagt rückblickend, die Bürger fangen an, sich wechselseitig zu erziehen, wechselseitig aufzuklären, weil eben die Menschen Zugang zu ganz unterschiedlichen Lebenswelten haben und dadurch diese Fehlwahrnehmungen, die wir alle haben von der Gesellschaft, wir alle, keiner ausgenommen, ich nicht ausgenommen, du nicht ausgenommen, wir alle haben die, die werden dann weggearbeitet, aber sie werden nicht weggearbeitet von irgendwelchen Leuten, die wir einsetzen und die uns aufklären sollen, also eben nicht top-down, sondern sie werden weggearbeitet auf Augenhöhe. Und das ist deutlich wirksamer. Es wird auch viel, viel freudvoller erlebt, als wenn man da irgendwelche Leute hinstellt, weil die wenigsten von diesen Nerds sind ja so unterhaltsam, wie die Rosslings sind. Die meisten werden dann sehr schnell so Wissensbeamten, so Wahrheitsministerien, wie wir sie also in Horrorvisionen bei George Orwell in 1984 vorgeführt kriegen. Und das ist das, was uns wirklich erwartet, wenn wir diese Idee von den Rosslings umsetzen. Das wird dann nicht so humorvoll abgehen und das wird nicht so sich gut anfühlen, sondern das wird sich absolut beschissen anfühlen und wir werden im Krieg und in permanenten unguten Revolutionen miteinander landen. Das wird nichts Gutes sein, was wir kriegen. Wenn wir also sozusagen eine neue Priesterkaste der Aufklärung einsetzen, die uns alle aufklärt und die uns alle beherrschen soll, eine Epistokratie. Also Epistokratie war schon immer die allerdümmste Idee im Raum des Politischen. Das haben aber eben einfach viele noch nicht verstanden, weil sie die Demokratie nicht verstanden haben. Weil sie nicht verstanden haben, was in Attika wirklich passiert ist, was die kleisthenischen Reformen in dieser kleinen statischen Gesellschaft ausgelöst haben, was Begegnungsdemokratie ist, was Beziehungsdemokratie ist, was Kontaktdemokratie ist, was Präsenzdemokratie ist. Das wird einfach nicht verstanden. Auch diese Begriffe sind völlig unbekannt. Auch der Begriff für die Demokratie zentrale Begriff der Bürgerfreundschaft ist völlig unbekannt. Weil wir halt letztlich immer noch nicht verstanden haben, was eigentlich Demokratie ist. Nämlich ein permanentes sich begegnen der Bürger, ein permanentes sich wechselseitig aufklären über die völlig verschiedenen Lebensverhältnisse und das in einem empathisch verständnisvollen zuhörenden Prozess, wo man sich wechselseitig zuhört und eben nicht ein Teil, und zwar der Großteil der Bevölkerung, Audience ist, also zuhört und ein paar große Zampanos klären die anderen auf und beherrschen, rocken die Bühne. Ja, das ist Aristokratie. Ne? Das ist Show, wenn man es überhaupt Demokratie nennen will, ist das Show-Demokratie. Die einen sind rein passiv, die anderen sind hochgradig aktiv, aber das ist halt nicht Demokratie. Demokratie heißt, alle sind mal in der aktiven Rolle, alle sind mal in der passiven Rolle und zwar alle zu gleichen Teilen. Das leistet Demokratie und wenn Demokratie das macht, beginnt ein wirklich wundersamer Aufklärungsprozess, der alle überrascht, dass das passiert. Niemand würde das denken, bevor man es macht. Also die Demokratie steckt voller Überraschungen und die erste aller Überraschungen ist, Demokratie ist Aufklärung. Demokratie ist die beste Form von Aufklärung. Demokratie ist die menschlichste Form von Aufklärung, die wirkungsvollste Form von Aufklärung und auch die nachhaltigste Form von Aufklärung. Weil sie ist sozusagen die Institutionalisierung der Aufklärung auf Dauer als ongoing process, als niemals endender Prozess, der immer wieder neu, diese immer wieder neu entstehenden blinden Flecken wegarbeitet und auflöst. Ja? Also wir können nicht davon ausgehen, wenn wir uns selber psychologisch verstehen, dass wir eines Tages Wesen sein werden ohne blinde Flecke. Menschen ohne blinde Flecke kann es gar nicht geben. Also hier in diesem Punkt mindestens ist der klassischen Systemtheorie zuzustimmen. Jegliche Form bringt blinde Flecke mit sich. Was die Demokratie leistet, ist, dass sie blinde Flecke dort, wo sie blockieren, immer wieder auflöst und auf eine sehr produktive Weise. Also wenn die Menschen sich dann begegnen, ist es so, dass man also im unmittelbaren Kontakt merkt, Mensch, das, was ich mal gedacht habe über die Welt, vor allem auch über andere Menschen, stimmt ja gar nicht. Die sind ja ganz anders. Es heißt zum Beispiel was ganz anderes, ein Unternehmer zu sein, als ich immer dachte. Es heißt was ganz anderes, ein Hartz-IV-Empfänger zu sein, als ich immer dachte. Es heißt was ganz anderes, was weiß ich, eine Hebamme zu sein, als ich immer dachte und so weiter. Die Bürger klären sich dann wechselseitig über ihre Lebenswirklichkeiten, über ihre Lebenswelten auf. Und so werden diese blinden Flecken wirklich weggearbeitet. Und ich finde, dass diese Idee, die Idee der Demokratie, also einer Begegnungsdemokratie, viel, viel, viel naheliegender ist, als das, was uns die Rosslings vorschlagen. Und ich finde es also wirklich, wie soll man sagen, geradezu bezeichnend, dass solche großkopferten Akademiker-Nerds zur Lösung unserer heutigen gesellschaftlichen Probleme, also in der Problemanalyse stimme ich Ihnen völlig zu, also sozusagen, dass wir ignorant sind und zwar alle, das ist ein Riesenproblem und auch, dass wir wenig Zeit haben, ist auch ein Riesenproblem, aber dass sie zur Lösung dieses Problems nur auf die Idee dieses Global Knowledge Certificates kommen, das spricht wirklich Bände. Das zeigt uns, wie wenig ideenreich die heutigen Intellektuellen sind. Also wie wenig sie der Gesellschaft noch zu bieten haben, weil das sind also sozusagen das Progressivste vom Progressiven, was wir hier präsentiert bekommen bei den Rosslings. Ich werde es auch gleich nochmal unten verlinken.
Und dass das die beste Idee ist, auf die Intellektuelle kommen, das ist ein Armutszeugnis. Ja, also das zeigt, wie wenig die zu bieten haben, wenn das die beste Idee ist. Und das, meines Erachtens, ist das die beste Idee. Ja, aber es ist trotzdem eine beschissen schlechte Idee. Das zeigt, was wir nicht brauchen, ist aufgeklärt werden von Intellektuellen. Was wir nicht brauchen, ist aufgeklärt werden von Wissenschaftlern. Wir brauchen keine Top-Down-Aufklärung. Wir leben nicht vor 300 Jahren im Zeitalter Voltaires. Ja, da ist ein bisschen was passiert seit 300 Jahren. Aber diese Intellektuellen führen sich auf, als würden wir noch vor 300 Jahren leben. Als würden wir noch die alte Aufklärung brauchen. Und diese alte Aufklärung war aber immer schon schlechter als die Aufklärung in der antiken Demokratie, weil die hat die Bürger in eine mündige Position gebracht. Sie hat wirklich die Leute mündig gemacht und sie hat nicht nur wie Kant über Mündigkeit geredet. Also auch Kant, wenn man sich Kants politische Ideen mal näher anschaut, ist ein Aristokrat und hat aristokratische Ideen, hat keine demokratischen Ideen. Auch er glaubt nicht wirklich an Selbstaufklärung der Bürger wechselseitig voneinander und insofern ist auch Kant ein Antidemokrat, ein aristokratischer Antidemokrat, wie fast alle Intellektuellen aristokratische Antidemokraten sind. Das muss man so hart sagen, weil ihre Ideen eben nicht demokratisch sind. Ganz einfach nicht, weil sie den Bürgern nicht zutrauen, sich wechselseitig aufzuklären und immer noch glauben, es bräuchte so eine Aufklärungskaste, die die Hand drüber hält und die Kontrolle behält und dafür sorgt, dass der Prozess zwischen den Bürgern sauber abläuft, dass da nicht Unaufgeklärtheiten passieren. Aber wenn du wirklicher Demokrat bist, dann glaubst du das nicht. Du glaubst nicht, dass es diese Kaste braucht. Du sagst, wir vertrauen den Bürgern. Die Bürger können das sehr gut selber. Die Bürger sind mündig. Sie können sich wechselseitig mündig machen. Sie brauchen nicht Menschen, so eine komische Demokratenkaste, die dann in Wirklichkeit eben eine aristokratische Kaste ist, die dann über diese demokratischen Prozesse nochmal drüber schaut, damit die auch wirklich richtig ablaufen. Das ist eine aristokratische Idee von Demokratie, aber das ist keine demokratische Idee von Demokratie. Ja? Demokratie vertraut den Leuten, sie traut den Leuten zu, dass wenn man sie in gute Prozesse miteinander bringt, dass sie schon miteinander Demokratie machen und dass sie sich sozusagen wechselseitig in diese Aufklärungsverhältnisse bringen, dass sie das können, dass sie dazu nicht irgendwelche Bildung brauchen, dass es dazu nicht eben irgendwelche, ja, ich würde es ja immer sagen, eine Priesterkaste braucht. Also sozusagen über diese Fehlkonzeption von Aufklärung, der die Neuzeit komplett und auch die Moderne komplett anhängt, ein völliges Missverständnis, wie Aufklärung wirklich geht, wollte ich hier nur noch mal aufgeklärt haben. Nun ja, ich hoffe ja bald überflüssig zu werden, vollkommen überflüssig. Das wäre so mein Wunschtraum. Ceterum censeo, Demokratiam esse sotiendam.